alle zusammen. Wir machen jetzt so Knusperteig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das nennen werde. Und zwar, wir haben jetzt erstmal drei Zutaten. Und zwar 300 Gramm Mehl, 40 Gramm Butter und 150 Gramm Milch. Also ja, das stimmt. Die Milch ist in Gramm abgemessen. Und jetzt, also ich tue das mit der Hand verkneten. Aber erstmal benutze ich die Gabel, damit nicht alles gleich an der Hand hängt. Aber das muss man natürlich nicht mit der Hand machen. Ich mache das einfach jetzt nur, weil ich das so machen möchte. Ihr könnt es natürlich auch gerne mit dem elektrischen Rührgerät oder der Küchenmaschine machen, wie auch immer. So, der Teig sieht jetzt noch etwas, habe ich denn meine Frischhaltefolie hin? Noch etwas, ja, so rissig aus. Das ist auch der Grund, warum wir den jetzt so für 10 Minuten mit Frischhaltefolie abdecken und etwas entspannen lassen. Dann sieht er nämlich gleich anders aus. So, einfach nur so abdecken und 10 Minuten ruhen lassen. Jetzt sind so 10 Minuten um. Und ist der nämlich jetzt schon viel weicher. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich den in 5 Teile teile, 5 Stücke. Das muss natürlich in dem Falle jetzt nicht genau gleich groß sein, weil die ja nichts miteinander sozusagen zu tun haben. Gucken wir mal. 3, okay, ein bisschen mehr. 2. Ach, mach mal so. Jetzt weiß ich gar nicht, wo war ich hier. Also wie gesagt, die müssen nicht gleich groß sein. Und jetzt werden wir das gleiche Prinzip nochmal machen. Wir werden jetzt wieder uns das formen. Ich mache da einfach so Kügelchen und dann werden wir das wieder 10 Minuten abdecken, dass sich der Teig wieder akklimatisieren kann. Also nicht akklimatisieren, das falsche Wort. Wie habe ich eben gesagt? Entspannen kann, genau. So. Jetzt sind 10 Minuten wieder. Jetzt müssen wir die einfach noch flach ausrollen und zwar einfach so ungefähr auf 3 Millimeter. Da braucht man auch kein Mehl jetzt zum Ausrollen. Und ich werde es jetzt abwechselnd dann hier reinlegen, einfach damit es jetzt nicht wieder aneinander klebt. Dann gebe ich hier jetzt so die Frischhaltefolie oben drauf. Einfach nur, bis wir das Ganze jetzt dann in die Pfanne geben, damit es nicht klebt. Genau. Das ist eine schnelle, einfache Sache. Wir haben kein Backpulver, keine Hefe drin. So, hier haben wir jetzt unser Öl. Da habe ich jetzt einfach geguckt, wie heiß das Fett ist, indem ich hier einfach so einen Zahnstocher reingegeben habe. Und da kommen dann die Blubberbläschen. Und dann probieren wir jetzt mal zum zweiten Mal das Glück. Ob es jetzt mit dem Weizenmehl klappt. Jetzt habe ich es mal gewendet und guck mal, also ich habe die Vermutung, dass es jetzt klappt, aber ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Und es wird dann einfach so weit von beiden Seiten gebacken, dass man so eine leichte goldgelbe Farbe hat. Und dann tun wir es einfach aufs Küchenpapier, dass das überschüssige Fett abtropfen kann. Das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Das finde ich nämlich ganz interessant. Das war nämlich bei dem mit dem anderen Mehl nicht. Ich weiß noch nicht, ob man das über die Kamera sieht. Und zwar gerade hier zum Beispiel. Da sieht man richtig, wie das Öl da durchgepumpt wird. Also dass das auch so richtig innen dann auseinander geht. Und bei mir mit dem anderen Mehl war das halt einfach so eine feste Masse. Und deswegen bin ich jetzt noch optimistischer. Also hier sieht man das jetzt nicht so, weil hier war das jetzt so auf dem Boden. Aber hier sieht man das richtig, wie das da so durchfließt. Also von daher denke ich mal, wir schaffen es diesmal. Also umso heißer das Fett ist, umso besser ist es. Also heiß und dann kurz nur drin lassen, so eine Seite ungefähr 1,5-2 Minuten. Also je nachdem, da muss man halt einfach gucken, weil die erste, das habe ich jetzt schon nicht mehr hingestellt. Und hier sieht man jetzt das dritte Exemplar, wo noch richtig schön die Blasen zu sehen sind. Also richtig, richtig cool jetzt. Also deswegen wichtig, richtig schön heißes Fett. Oh, das muss ich gerade drehen, das platzt uns gleich. Genial. Ja, jetzt sind wir auch schon fertig. Und zwar Puderzucker habe ich noch drüber gegeben, weil es logisch, da ist ja nichts drin. Ist ja ganz neutral belassen. Und ich habe jetzt nur nicht zu viel drüber gegeben, weil ich ja hier jetzt noch Marmelade stehen habe. Und dann wäre es ein bisschen arg süß. So sieht das Ganze dann aus. Das ist dann einfach so wie so ein Strudelteig, also Blätterteig. Und dann kann man das, wenn man mag, in Marmelade dippen. Schmeckt super lecker. Und gerade jetzt auch, wenn es warm ist, finde ich die Kombi auch ganz gut. Wenn die Marmelade dann schön kalt aus dem Kühlschrank kommt, hat man dann auch so was auf Zimmertemperatur, wie den Teig. Oder den Teig, also ist jetzt ausgebacken. Und dann halt so die schöne kalte Marmelade. Und könnt zum Beispiel das Ganze auch in Apfelmus tunken. Oder Pudding, okay, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber könnte man theoretisch natürlich auch. Auch praktisch. Und ja, bei mir, habt ihr gesehen, sind dann 5 rausgekommen. Nur, dass ihr es wisst von der Menge her. Und wichtig nochmal, einfach das Öl soll richtig schön heiß sein, dass das Ganze eher kurz drin ist. Und dann kommen auch schön dieses Blättrige, was ich hier jetzt gemeint habe, so, dass das dann so aussieht hier. Genau. Und dann kann ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!